Hallo zusammen, ein neuer Tag und ein neuer Plan. Wir gehen heute auf den Kandel, das ist der Hausberg von Waldkirch mit 1243 Metern. Na gut, wir gehen vielleicht nicht drauf, wir fahren drauf und gehen dann den Kandelrundweg. Das gehört dazu für uns jedes Jahr, ein bis zweimal auf den Kandel ein bisschen spazieren gehen, den Ausblick genießen, auf Waldkirch schauen. Man kann auch bis in die Alpen sehen, wenn schönes Wetter ist. Und ja, dann machen wir uns jetzt gleich mal auf den Weg. Hinter mir seht ihr den Kandel. Das ist der Hausberg von Waldkirch mit 1243 Metern. Da fahren wir jetzt hoch und machen so einen kleinen Kandelrundweg. Wir haben hier gerade an der Bläsi-Kapelle. Das ist die. Passend zur Bläsi-Stüble. Das ist auch eine Gastwirtschaft mit, ich glaube, wir haben sogar ein paar Zimmer hier in Waldkirch, Kölnau. Ich verbrenne mir übrigens gerade die Hände am Auto, weil es ist ganz schön warm. Sollen heute 30 Grad werden. Und wir sind jetzt hier oben auf dem Kandel und starten unseren Kandelgipfel-Rundweg. Der ist ungefähr 2 bis 3 Kilometer lang. Dann geht es hier hoch auf den Gipfel und dann wieder drumherum. Und die Fernsicht ist begrenzt. Das ist riesig. Im Tal hatten wir 26 Grad, also wir haben auch fast 10 Grad weniger. Und ja, merkt man halt den Höhenunterschied. Unten Kollnau auf 300 und hier bist du auf 1200. Nachher auf dem Gipfel 1243 Meter. Genau. Ist der Hausberg von Waldkirch und wie gesagt, hat man glaube ich schon erwähnt, da sind wir jedes Jahr und wo schon zu allen möglichen Jahreszeiten und Wettererrungenschaften. Wir haben schon im Schneefeld hier gestanden, mitten im Mai. Im Mai sind wir hier hochgegangen und es lag Schnee. Ja. Also unten war es dann schönes Wetter, auch tatsächlich über 20 Grad und hier oben lag Schnee und ich dachte, ich falle vom Glauben ab. Aber ja gut, es ist halt so, wenn man aufgibt. Die Volldröhnung hatten wir auch schon. Sonne raus. Ja, 30 Grad hier oben auf der Höhe, dann könnt ihr euch vorstellen, was unten in dem, im Elstal los war. Da waren wir dann auf 7, 8, 39 Grad. Das war vor 2 Jahren besonders schlimm. Ne? Also schlimm in Anführungszeichen. Also zum Wandern ist das unangenehm. Nee, das ist es dann wirklich, weil du fährst ja dann auch auf den Berg, denkst, jetzt ist mal ein bisschen kühler, kannst ein bisschen abkühlen halt. Ne? Und war nicht. Also richtig, richtig heiß und anstrengend. Vielleicht wir sind trotzdem den Rundweg gegangen. Ja. Und was zu erwähnen ist, alle Videos, die wir davon gedreht haben, von den Urlauben, verlinken wir euch alle unten. Und könnt ihr auch sagen, okay, wenn das heute nicht so toll aussieht, wir haben welche, weil wir eine brillante Fernsicht haben und müsst ihr euch halt dann mal angucken. Und vergesst nicht für ein Abo und ein Like, würde uns sehr, sehr freuen. Auf jeden Fall. Und vielleicht mal einen Kommentar drunter, ob euch das so gefällt oder nicht. Oder was wir besser machen können. Wir sind Laien, wir sind keine Profis. Also genau. Das ist unser erster Videoblog, den wir machen. Und wir reden einfach nur, ohne drüber nachzudenken. Wir haben ganz viele Urlaubsvideos schon gedreht, aber noch nicht so als Blog. Wir dachten, wir reden dann einfach mal ein bisschen mit. Und jetzt gehen wir jetzt endlich mal los. Okay. Ja? Okay. Viel Spaß. Los. Klimmende Höhe. Auf der Bank da oben haben wir auch schon mal gesessen. Sollen wir einen kleinen Abstecher machen? Jo. Ja. Initiator des Kandelhöhenwegs Technik. Hauptvereins Wegwart. Kommst du her? Ja, wir stehen jetzt also an der Josef-Tüchle-Bank, machen mal so ein kleines Päuschen. Wir könnten auch hier hardcore durchziehen und eine harte Wanderung machen, aber wir wollen ja schön. Wir machen hier einen Urlaub, um zu entspannen und runterzukommen. Dafür fahren wir eigentlich immer einmal im Jahr hier hin, seit 13 Jahren. Ja.
kalt. Ja, es ist ja nicht angenehm heute. Nicht. Der Wind, es ist kein Wind. Also man sagt ja, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur falsche Kleidung. Und genau da liegt das Problem. Ja. Aber ich habe eine Jacke sicherheitshalber im Auto gehabt. Mehr oder weniger zufällig. Sollen wir weitergehen? Ja, Pöpi hat keine Lust mehr. Wir waren heute Morgen ja schon zum Kapellchen spazieren. Dann war es im Bach. Jetzt hat sie schon keinen Bock mehr. Aber es klart zumindest etwas auf. Das lässt hoffen, dass man vielleicht doch ein bisschen was sieht hier. Es kommt gerade wieder ein bisschen Sonne durch die Wolken. Ja. Schön ist das, wenn man hier so kleine Wolken hat. Die liegen richtig auf manchmal auf dem Berg. Da meint man, man ist so auf einer Höhe. Aber auch stark. Der ja. Das sah auch aus. Du warst irgendwie so mitten in den Wolken. Vor dir, aber du konntest es auf Augenhöhe beobachten. Genau. Und dann kommt so eine schwarze Wand auf dich zu und es ist auf einmal eine finstere Nacht. Also du kannst auch drüber gehen. Ja. So viel Sonne geht schon. Ich versuch's gerade nochmal. Nee, man sieht den Blitzkanal von hier nicht, aber ich will jetzt auch nicht hier quer durch die Büsche laufen. Dort unten kann man einen Blick auf Kollnau erhaschen mit der Kirche. Ich versuche mal ran zu zoomen. Ehrlich gesagt sehe ich nicht viel gerade. Ah, hier ist es aber zu sehen. Ja. Der Blick auf Kollnau mit Kirche. Und das ist ganz schön weit weg. Siehst du schon die Wolken, die immer näher kommen. Genau. Ich glaube, hier da ist der Ozean. Ja, die Fernsicht Richtung Norden vom Gipfel aus war ja praktisch eher mäßig. Sehr, sehr diesig, sehr, sehr wolkig. Jetzt sind wir hier am Südhang runter. Da ist es etwas besser, aber die Hauptfernsicht hat man natürlich schon mal auf der Nordseite, wo man über 1000 Meter ins Rheintal hinunterschaut. Das ist uns heute nicht gelungen, aber nicht verzagen, Michel und Eva fragen. Wir blenden gleich aus den Vorjahren ein paar Ausschnitte ein, wo wir super Wetter hatten und dann könnt ihr die Fernsicht trotzdem genießen. Wir werden allerdings einblenden dann das Datum, von wann das ist. Und sobald das Datum wieder weg ist, seid ihr wieder im Jahr 2023.
Das ist Candela, die Berghexe. Genau. Die erklärt hier immer alles, was so abgeht. Hier rund um den Kandel. Über die Bäume, und, die Gegend. Ihr gefräßigen Kühe, lasst gefälligst meinen Besen in Ruhe. Da ist doch gar nichts mehr zu holen. Guck mal. Die Kuh ist sehr süß. Aber die Kühe, die fressen, die wollen doch immer Borst. Nein, die fressen keine Borstgrasbüschel, ne? Nee, weil ist zu karg. Ja, genau. Borstgrasbüschel. Aber Candela verfolgt dich ja überall. Hier sind überall Schilder mit Erklärungen rund um den Kandel, den Berg der Kräfte, warum der so heißt und was es hier so alles zu sehen gibt. Und das ist halt Candela, die Berghexe. So ein bisschen auch für Kinder gemacht und das Ganze. Für Erwachsene auch. Und natürlich auch für Erwachsene, aber auch für Kinder, das Ganze spannend und erlebnisreich zu machen. Ja, damit weil es nicht Kinder so, einfach keinen Bock auf Wandern haben. Genau, damit es nicht so langweilig erscheint. Ist auch ganz süß gemacht. Wenn das Ganze landschaftlich jetzt hier etwas flacher aussieht, liegt einfach daran, dass der Kandel ein großer Bergrücken ist, ähnlich wie der Feldberg. Von unten sieht er gigantisch aus, von der Stadt Waldkirch aus. Von nach hinten zu ist es mehr so ein Bergrücken und so richtig markante Gipfel sind eher dann wie hier das Bällchen oder der Hornberg, die dann aus der Landschaft rausragen und wie ihr ja schon in dem einen Vlog gesehen habt, das ist dann eher wie so ein alpiner Gipfel, der Bällchen. Und das hier wirkt halt ja sehr hoch und wenn man die Aussicht genießt, auch hervorragend. Aber er ist also nur von einer Seite, hat er diese markante Sicht. Und das ist halt von Waldkirch vom Elztal hoch, beziehungsweise vom Rheingraben. Man kann den Kandel schon sehr weit sehen, wenn man von Baden-Baden Richtung Süden fährt. Vor allem an der A5 entlang sind so markante Schwarzwaldberge wie Hornisgrinde, Kandel und Bällchen schon sehr früh sichtbar aufgrund des flachen Rheintales und der hohen Gipfel. Das sind alles Tausender. Schwarzwald hat über 100.000er bis 1.500 Meter Höhe und ist damit Deutschlands höchstes innerdeutsches Gebirge nach den Alpen. Wie süß die aussehen. Jetzt passt, dann ist die Pustblume auch weg. Warte mal. Ja, das hab ich leider nicht gesehen, weil du mit dem Kopf davor warst. Ich kann hier die auch mal blasen. Gesund. Ha, danke. Isha. Guck mal, jetzt sind ganz viele. Woher war der Biergarten?